Hallo liebe Freunde meines Kanals, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Wolfgang Lai und das ist der Kanal Bastelei und in der Tat eine Bastelei in der Werkstatt in Verbindung mit meinem 3D-Drucker. Absauganlage. Eigentlich kann ich es bald nicht mehr hören, ja, aber es geht halt immer wieder drum, auch gerade bei uns Heimwerkern, die Späne und den Staub abzusaugen, insbesondere an der Kreissäge. Das ist natürlich so ziemlich das erste Gerät, wo man seine Absaugung dran anschließt. So ich auch. Ja, als ich dann meine TS200 von Holzmann bekommen habe, da war dann ja auch noch von oben, liegt da oben im Regal, die Absaugung von oben. Aber ich sag mal, das bisschen, was hier oben noch rausgeschleudert wird und dann anschließend auf dem Tisch liegt, da habe ich kein Problem mit. Das Wichtigste ist eben, dass das, was nach unten in den Absaugraum gesaugt wird, dass das weggeht und nicht unter der Maschine als ein Häufchen liegen bleibt. Das ist nämlich nicht unerheblich wenig. Das ist schon, da kommt schon eine ganz schöne Menge zusammen. Und je breiter das Sägeblatt ist, umso mehr. Ja. Spricht alles für das rote Sägeblatt hier. Das hat nämlich nur eine Schnittbreite von 2 mm im Gegensatz zu dem, was original drauf war, von 3 mm. Braucht auch ein Drittel weniger Kraft, das Sägeblatt, um durchzumarschieren und macht ein Drittel weniger Späne. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Absaugung der Schieber, wenn du das mit einem Sperrschieber realisieren willst in deiner Werkstatt und nicht nur die Kreissäge das einzigste Gerät ist, was du in deiner Werkstatt hast, zeige ich euch gleich, wie ich das bei mir habe. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 oder 9 Maschinen, die ich absauge mit einem Saugmotor. Und wenn ich dann Sperrschieber dran realisieren muss, dann muss ich um die Maschine rumlaufen, hier unten meinen Sperrschieber aufziehen, dann läuft mein Staubsauger los. Und dann kann ich hier vorne anfangen zu sägen. Beim Abschalten genauso. Das hat mir von Anfang an gestunken. So dass ich eine folgende provisorische Lösung mir habe einfallen lassen. Vor 4 oder 5 Jahren. Ich habe das schon an meiner früheren Kreissäge gehabt. Und habe das natürlich dann auch an meine Holzmann dran gebaut. Vor, ich glaube, 4 Jahren. Hier hinten ist also praktisch die Absaugung und ihr seht, da nach links weg, da hinten unter diesem grauen Rohr, da sind Federn. Ich habe da 2 hingemacht, weil die erste zu schwach war. Das heißt, wenn ich an dem Schieber hier ziehe, ja, dann kann ich jetzt nicht machen, weil da hier ein Seilzug dran ist, dann spannt sich hinten die Feder. Ja. Und hier vorne seht ihr weiter. Fahrradzubehör habe ich da verwendet. Also ein Bautenzug, der da eingehängt ist, gegen die Federkraft arbeitet und hier vorne mit einem Bremshebel drauf montiert ist. Dieser Bremshebel, der rastet hier oben ein bei diesem Rastmechanismus. Und wenn ich fertig bin mit Sägen, drücke ich diese Taste. So, und dieses Provisorium lebt jetzt seit, das ist wie gesagt schon von meiner früheren Kreissäge hier dran gebaut worden. Das lebt jetzt seit mehr als 5, 6, 7 Jahren. Ich schalte meine Staubabsaugung an. Dann wird die Kreissäge. Bin fertig und kann von hier aus wieder ausschalten. So muss das gehen. Als ich dann meine ersten Videos gemacht habe, habe ich das auch mal so beiläufig, als ich meine Absauganlage insgesamt mal vorgestellt habe, da habe ich unter anderem das gezeigt, mein Provisorium mit dem Fahrradzubehör. Ne? Nie habe ich vorher so eine Lösung im Internet gesehen. Ja, ich maß mir auch nicht an, dass das meine Erfindung ist, dass, wo ich ein Patent drauf realisieren müsste. Ja, das hat also keine besonders erfinderische Höhe, ja, da drauf zu kommen. Als ich dann mein
Video über meine Absauganlage mal hochgeladen habe. Seltsamerweise war kurze Zeit später, innerhalb von 3, 4, 5 Wochen, auch ein Video vom Kosel online, der das, mein Provisorium, was ich seit Jahren vor mir hergeschoben habe, zu optimieren, der es dann realisiert hat. Und die Idee hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Dann kam der Geiver mit der Lösung an zentraler Stelle in der Werkstatt den Hebel für dieses Gerät einzurasten. Er verkauft die Teile auch. Aber ich sag mal, in einer kleinen Werkstatt lasse ich mir das gefallen, wo ich alles in Armlänge, in Sichtweite habe, dann kann ich den Hebel, aber wenn ich erst durch die Werkstatt rennen soll, um da hinten einen Bautenzug zu ziehen, der dann 6 Meter lang sein müsste bei mir, kannst du vergessen. Das muss an der Maschine sein, sodass mir die Idee von Kosel nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und ihr seht hier, ich habe das dann mit dem 3D-Drucker mir gebaut. Hier war ein Fehldruck. Ja. Die Dateien stelle ich euch selbstverständlich kostenlos in Thingiverse zur Verfügung. Und schaut her. Das Ding muss genau waagerecht stehen und dann kannst du hier so, die Feder ist gespannt durch die 2 Federn an meinem Sperrschieber. Ja, ich ziehe den Sperrschieber auf gegen die Federspannung, bin ganz unten, jetzt ist er ganz auf. Wahrscheinlich ziehe ich über die Federspannung hinweg. Die Feder zieht das ein bisschen zurück, bleibt hier hängen. Meine Staubabsaugung, mein Sperrschieber ist geöffnet. Ich kann sägen, sägen, sägen. Jetzt bin ich fertig. Jetzt muss ich mal kurz nach unten gehen und dann wieder nach oben und mein Ding ist zu. Ja? Aufmachen, einrasten, Ende mit Sägen, Stopp. Die Ausnehmung für den Fahrradbautenzug, ja, hier 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, ja, der hat dann da vorne Durchmesser 7, glaube ich, ja, kannst du direkt hier einhängen und dann wickelt er sich so da drum, ja. So, für den Griff festzuschrauben habe ich hier eine M6er Schraube eingelassen und dann kann sich das Ding wunderbar drehen. So, der Prototyp, der funktioniert. Und jetzt bauen wir das in ein schönes Gehäuse ein. Ich versuche mal, die Zeichnung hier von dieser kurvenförmigen, ja, Kulissenscheibe nennt man das. Das ist eine Kulissenbahn. Warum das Kulisse heißt, keine Ahnung, was das mit dem Theater zu tun hat. Ja. Diese Kulissenscheibe, die stelle ich euch zur Verfügung. Und die hat auch schon hier, die habe ich noch getrennt, die hat auch schon das Maß von Gesamtdicke 20 mm. Das heißt, ich muss hier größer als 20 mm Zwischenraum haben. Nee, ich muss genau 20 mm haben, damit das hier drinnen laufen kann. Und hier habe ich auf 19 mm, sodass ich von unten 5 Zehntel und von oben 5 Zehntel Spiel habe, weil das Ding hier schön sanft da drin laufen können muss. Und jetzt bauen wir halt das ordentliche Gehäuse da drumherum. Und da wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und schenkt mir einen Daumen nach oben und schenkt mir ein Abonnement. Ihr braucht dazu M6er Gewindestange, vielleicht noch ein Rohr drumherum, wenn ihr sowas habt. Oder einfach das M6 reicht auch. Hier mit einer Mutter nochmal gekontert, damit er fest da drin sitzt. Hier hinten, ich werde das auch noch austauschen gegen eine M6er Gewindestange, weil ich nämlich hier hinten auch noch einen Griff draufschrauben will. Dann müssen wir haben hier, das habe ich mit einer M5er Schraube gemacht. Ich werde da im Durchmesser 5er Rundmaterial reinsetzen. Damit das schön drauf rumwackeln kann, habe ich das hier mit
hatte ich auch zunächst mit Durchmesser 5 gehabt. Hier habe ich 4 mm einen Stift reingesetzt, ja, der da unten drinne mitläuft. Das hat besser funktioniert als mit dem 5er, den ich zuerst drinne hatte. Und hier ist das dann auch Durchmesser 4 geworden. Ja, so ein bisschen Durchmesser 4 Material werdet ihr ja wahrscheinlich finden. Zur Not tut es da auch eine M4er Schraube. Also Durchmesser 4, Durchmesser 5 und Durchmesser 6, also M6, M5 oder Durchmesser 5 und Durchmesser 4. Dann zu den Maßen. Ich habe hier die Platte war 140 x 170. Das Maß werde ich auch genauso beibehalten. So, hier noch einmal, auch mit dem Maß 140 x 170. Macht ein Printscreen davon, da habt ihr's. Weil dieses Seil bei mir wahrscheinlich nach unten gehen muss, damit ich den höher positionieren muss, habe ich hier einen größeren Auslass gemacht, ja, für das Seil. Deswegen hier um 45 Grad abgeschrägt. Hier muss ich ja auch die Ausnehmung machen hier. Und jetzt fährt unsere Scheibe nach unten. Also das ist der tiefste Punkt, deswegen hier. Und dann habe ich das hier noch so halbrund aufgemacht, weil ich davon ausgehe, dass irgendwann mal hier Späne reinfallen und da unten ein Häufchen bilden. Und damit die eine Chance haben, auch mal rauszufallen, bevor sie hier mir alles blockieren da drin, habe ich da unten den Auslass gemacht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich ab und zu mal mit Pressluft reinpuste und dann ist das auch nicht schlecht. Von unten, das kann ruhig nach unten rausfallen. So, ich habe die Löcher alle gebohrt, gesenkt, ringsrum beschliffen, brauche ich euch nicht alles zu zeigen. Und jetzt habe ich hier die Stifte, das ist ja 3x20, also 60, bisschen habe ich es gemacht. Ja. Die Stifte werde ich jetzt einsetzen. So, und jetzt den 5er. Mal die schönere Seite nach oben nehmen. So, Durchmesser 5. Der wird ein bisschen strammer drauf gehen, aber das ist ja noch eine Feder, die da dran zieht. Dann das hier muss ein bisschen mehr Spiel kriegen. Um diese Mutter hier drinnen zu versenken, die hat, das ist M6, hat Schlüsselweite 10, muss ich das aufbohren auf Durchmesser 10. Und da rein kann man jetzt wunderbar die Mutter einpressen. So, wenn man keine Drechselmaschine hat, kann man das auch hier an der Planscheibe machen.
Ich glaube, das sieht so. Ich hoffe, das schmeckt jetzt so weiter, dass das jetzt noch machen kann. So, Leute, ich habe meinen Read-Kontakt hier positioniert. Das ist bei euch wahrscheinlich völlig was anderes. Und dann hier an der M6er Schraube klebt auch gleich der Magnet fest. Und wenn ich das Ding oben eingeschaltet hätte, funktioniert so und es trägt auch nicht auf, so dass ich hier den Deckel drauf machen kann, weil es von hier so eine ordentliche Biegung haben muss und kommt dann hier so schräg hochgelaufen bei mir, habe ich das jetzt doch hier zugemacht, ja, Spezialteile gemacht, das dünne, damit ich hier den Abstand mittig auf die Scheibe habe, ja. Und damit ich das hier mal wieder lösen kann, weil ja da die Befestigungsschraube drunter ist, darf es natürlich nicht festgeklebt werden. Ja, Leute, ich musste mir diesen Schieber jetzt neu machen. Und zwar hatte der bei meiner alten Version hier so einen kurzen Weg. Aufgrund des Durchmessers von der Kulissenscheibe ist der Weg jetzt, ich glaube, ich habe gemessen 90 mm. Das bedeutet, jetzt ist er auf. Hier müssen wir noch ein neues Loch einbohren, damit hier der Durchgang kommt. Ja, also auf. Und so ist zu, ne? Also meine Feder, den Federweg musste ich ändern und hier muss geschlossen bleiben. Also hier, das geöffnet, kommt hier hin. Und hierzu, für den Stopp, eignen sich die Lüsterklemmen ausgezeichnet. Kannst sogar doppelt klemmen. So, dann ja, ist offen. Und so ist zu.
Leute, das ist doch geil, wie das funktioniert, ja? Und deswegen bitte ich um ein Abo, einen Daumen nach oben und schaltet mich wieder ein zu meiner nächsten Bastelei. Und ich sage wie immer, bye bye, sagt der Bastelei.